Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Unterstützer und Vertreter der Volksinitiative Schule in Freiheit. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und mich auch noch mal persönlich und im Namen meiner Fraktion für Ihr Engagement, für Ihre Bereicherung der bildungspolitischen Debatte hier im Abgeordnetenhaus ganz herzlich bedanken. Sie haben zum Beispiel allein mit der Frage, wie eine Pädagogik, aber auch Leistungsnachweise aussehen können, die sowohl aussagekräftig sind, als auch der individuellen Förderung gerecht werden können, eine sehr, sehr schwierige Frage aufgeworfen, von in der Tat großer Tragweite, die wir, wie Sie ja auch selbst betont haben, nicht hier und ad hoc lösen konnten, das auch nicht vorgeben wollten, das von heute auf morgen alle Fragen hier aufzulösen. Aber gerade deshalb möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, weil Sie eine bemerkenswerte Debattenoffenheit gezeigt haben in Ihren Reformvorschlägen, in den Varianten und auch die Varianten, die Sie vorgeschlagen haben, auch noch mal zur Debatte gestellt haben und bereit waren, diese weiter auszufeilen, gegebenenfalls auch zu verändern und eine bessere Voraussetzung dafür, mit diesem Parlament, mit den bildungspolitisch Interessierten im Gespräch zu bleiben, hat es eigentlich nicht geben können. Deshalb bedauere ich ausdrücklich, dass wir uns nicht gelungen ist, hier im Haus eine gemeinsame Beschlussempfehlung zu formulieren. Ich möchte die Debatte aus dem Ausschuss an der Stelle nicht wiederholen, aber ich möchte doch sagen, dass es in der Tat auch deshalb bedauerlich war, weil es eine Vorverständigung gab und weil wir als Oppositionsfraktionen bewusst darauf verzichtet hatten, inhaltlich Positionen zu jedem ihrer Vorschläge, jedem Vorschlag der Volksinitiative festzuzurren, sondern lediglich versucht haben, einen weiteren Debattenprozess strukturell aufzusetzen und die Punkte, zu denen man im Gespräch bleiben könnte, zu benennen. Und dass nicht einmal das als kleinster gemeinsamer Nenner, wenn ich es so nennen darf, möglich war, als gemeinsame Beschlussempfehlung hier zu verabschieden, ist in der Tat ein Trauerspiel. Wir wurden damit konfrontiert in der Debatte, dass sehr klar wurde, wer hier nicht über den eigenen Tellerrand blicken mag, wem solche Vertreterinnen und jemand wie die Volksinitiative als Vertreterin einer Zivilgesellschaft suspekt sind, wer hier die Auffassung vertritt, man ist regiert, um gewählt und zu regieren, zu entscheiden, da müsse man sich nicht mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinandersetzen. Und wer es hier ist, der Volksinitiative an jeder Stelle nur das Schlechteste in den Mund legt, die Lektüre ihrer Vorschläge nur auf das Bösartigste interpretiert. Zweiter Teil dieses Trauerspiels. Der Tragödie dritter Teil, Sie haben als Koalition noch nicht einmal begriffen, dass das keine Volksinitiative freier Schulen ist. Sie haben nicht sehen wollen, dass es eine Volksinitiative ist, der es um eine gemeinsame Bildungslandschaft öffentlicher Schulen in freier und in staatlicher Trägerschaft geht, dass es darum geht, dass es um zwei Seiten einer gemeinsamen Medaille geht, dass es der Volksinitiative gerade darum geht, das, was Sie gerade, Herr Özeşik, als sozialdemokratisch bezeichnet haben, sich um jedes Kind im Land Berlin zu kümmern, dass es nicht nur um die Kinder aus bildungsnahen Familien geht, sondern gerade darum, zum Beispiel durch ein intelligenteres Finanzierungssystem dafür zu sorgen, dass die soziale Durchmischung vorankommt. Und Sie haben kein Argument gehabt, gegen unseren Vorschlag zu sagen, dass wir diejenigen Schulen besser finanzieren, die nachweislich alle Kinder aufnehmen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchner, Frau Kollegin? Kollegen wer? Buchner, dort hinten. Aber Herr Buchner, sehr gerne. Gerade. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich hätte eine ganz konkrete Frage. Wie stehen Sie denn zu dem Ansinnen der Volksinitiative, Schulabschlüsse in Berlin weitgehend abzuschaffen und durch Einzelbewertungen der Schülerinnen und Schüler zu ersetzen? Bitte schön.
Werter Herr Buchner, das ist genau ein Beispiel dafür, was ich als das schlechteste, die bösartigste Lektüre der Volksinitiative in den Mund legen bezeichnen würde. So habe ich zumindest das Anliegen nicht verstanden, dass man für eine Abschaffung aller Schulabschlüsse sein könnte. Das wollen Sie ja wohl auch nicht mir nahelegen. Ich sage nochmals, dass Sie ein ideologisches Einprügeln auf sogenannte Eliteschulen präferieren, statt sich wirklich zu fragen, wie man einer stärkeren Entmischung an den Berliner Schulen entgegenwirken kann. Und ich warte nach wie vor darauf, dass Sie einen besseren Vorschlag machen, als Zuschläge für diejenigen Schulen zu definieren, die solche Modelle vorlegen, tatsächlich auch Inklusion betreiben, alle Kinder aufnehmen, multikulturell durchmischen. Wenn es Ihnen wirklich darum gehen würde, dann hätten Sie an der Stelle mit uns gesprochen oder Sie hätten wenigstens darin eingewilligt, die Debatte über solche Themen weiterzuführen. In diesem Sinne bedauere ich das ausdrücklich, hoffe, dass Sie vielleicht doch noch mal drüber nachdenken und überlasse alles Weitere meinen Kollegen von den Linken und den Piraten, was noch auszuführen, die einzelnen Aspekte dessen, was sehr wohl verhandelbar gewesen wäre. Ich möchte mich abschließend, wie gesagt, noch einmal bei der Volksinitiative bedanken, dass Sie sich von uns auch nicht haben frustrieren zu lassen und hoffentlich mit uns weiter im Gespräch bleiben. Vielen Dank.